Und da holen wir uns das Zeug. Wow! Holy moly! Hallo meine Jungs und willkommen zu Osiris New Dawn. Das ist mein erstes Singleplayer-Let's Play seit Monaten, aber ich freue mich gerade mega darauf. Und falls ihr es auch nur halb so gut findet wie ich, dann wird auf jeden Fall mindestens eine kleine Let's Play-Serie draus. Wir sind hier auch im Weltraum. Es ist ein Weltraum-Early-Access-Survival-Spiel. Es hat ein bisschen was von Ark. Also so, es gibt aber natürlich keine Dinos, sondern es gibt Aliens, die man wohl auch später noch zähmen kann. Also da kommt einiges auf uns zu. Ich habe ein paar Bilder schon davon gesehen und die sahen schon so krass aus heute, so wie kaum ein anderes Spiel. Oder ich habe einige Elemente gibt es auf jeden Fall in keinem anderen Spiel. Deswegen freue ich mich mega darauf, das gemeinsam mit euch zu erkunden. Es gibt auf jeden Fall, es gibt riesige Aliens, Leute. Das habe ich gesehen, das kann ich euch sagen. Es gibt das ganze Spiel so ein bisschen in der Zukunft und wir haben verschiedene Fraktionen. Also man kann hier die United Nations of Earth, also sowas wie die Allianz, ja, oder die Horde hier, um mal bei WoW-Terms zu bleiben, ja, hier wählen. Die UNE sind United Nations of Earth, the Globalized Coalition, Coalition of Nations. Okay, also es ist so, Menschheit muss den Planet Erde verlassen, ja, oder zumindest auch den Weltraum weiter besiedeln. Und die haben sich hier zusammengeschlossen, um das irgendwie ordentlich zu machen. Und dann gibt es noch die Outlanders. And the Outlanders are a band of space pirates. Leute, Pirates. Ich glaube, wir gucken gar nicht weiter. Wir bleiben hier bei den Pirates. Und dann macht er auch schon so, Leute. Ich glaube, es ist keine Frage. Wir sind Pirates. Sie sehen auch viel geiler aus. Sieht so ein bisschen aus wie Team Dizzy, würde ich sagen. Bei Dizzy vs. Dinos, oder? Also, wenn man das mal vergleicht hier, ja, haben wir auf jeden Fall Pirates. Sind ja viel besser. Es gibt verschiedene Klassen. Gerade Scientist ausgewählt. Das seht ihr nicht, Leute, weil ein bisschen was verdeckt ist. Aber es wird halt immer irgendwas verdeckt sein. Deswegen, keine Sorge, ich switch da mal ein bisschen hin und her und erzähle euch, was da steht. Es gibt Scientist, den nehmen wir. Die anderen drei Klassen kann man noch nicht aussehen, weil es eben Early Access, Alpha, Beta, Phase ist. Kommt später noch dazu. Aber ja. Oh. Man kann es auch weiter customizen hier. Wir können auch andere Farben auswählen. Nice, sieht noch besser aus, Leute. Ich mache einfach alles hier irgendwie möglichst schwarz. Mit diesen bisschen roten Akzenten und rotem Glow. Warte mal. Ja, das ist das Licht. Oh, Leute, das sieht nice aus. Oh, von hinten. Das sieht mega nice aus, Leute. Wie heißt der Boy? Space Boy. Space Boy Dena ist. Okay. Create. Okay, wir können auch irgendwas einstellen, Universe. Ja, ist Osiris, Leute. Das bleibt dabei. Die Aliens sind schon irgendwie auf Stärke eingestellt von selbst. Dann, ich würde mal sagen, ich mache zumindest hier, Special Loot Chance. Mache ich mal ein bisschen auf höher und den Modifier hier so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen höher alles. Damit wir so ein bisschen, ihr kennt mich ja, ich bin nicht der allerbeste Spieler. Und damit wir dann so ein bisschen besser hier zurechtkommen. Wobei, shit, die Schwierigkeit ist trotzdem auf hoch geblieben. Okay, aber zumindest bekommen wir Ressourcen schneller. Ich hoffe, das hilft uns, die Aliens besser zu besiegen. Mal schauen. Der Ladebildschirm sieht auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen. Und wir haben ein paar Sachen hier. Ich versuche mich schnell hier gerade zu merken, was da gerade stand, welche Tasten was sind. Weil das brauchen wir, glaube ich, zum Überleben. Weil wir sind aufgebrochen, eben in den Weltraum, jetzt als Pirat. Aber so weit habe ich die Story verstanden, sind wir jetzt hier Crash gelandet und haben einen kaputten Anzug gerade. Wow, wer ist das? Ah, okay, das ist mein Roboter. Guten Tag, mein Roboter, wie mache ich meinen Anzug kaputt? Okay, oben rechts stehen immer die Missionen, Leute. Das heißt, wow, warte, ich bin gerade ziemlich hochgesprungen. Vielleicht ist die Schwerkraft hier nicht so krank. Ich zeige das hier mal kurz. So. Wenn ich das wegmache, oben rechts stehen immer die Missionen, aber die kann ich euch vorlesen und die bleiben auch, glaube ich, immer ziemlich lange da. Deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, weil überall ist hier irgendwas. Und um nichts Wichtiges zu verdecken, das geht nicht, vor allem, wenn man hier irgendwie noch ins Menü reingeht. Warte, erstmal hier reingehen. Seht ihr hier, überall ist irgendwas. Deswegen, wir nehmen erstmal alles raus, was hier drin war. Pistol, Assault Rifle, Assault Rifle Magazin. Oh, nice, wir haben Waffen. Nice. Fires. Recharges automatically, does not require additional ammo. Okay, dann nehmen wir. Das ist natürlich cool. Während die Assault Rifle, da brauchen wir Magazine für anscheinend. Okay. Wow, shit, warte, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Was mache ich? Okay, use Patch Tape to fix suit. Okay, ich habe in meiner Liste da Patch Tape. Wie benutze ich das? Ah, okay, ich habe es geschafft. Okay, ich habe es, glaube ich, geschafft. Alter, ich hatte noch 6%. Ich hatte noch 6%. Oh Gott, es ist wirklich wie im Film hier, der Marsianer. Kennt ihr den? Oder wie im Buch, da wird das auch hier mit Tape fixed man sein. Fixt man das Zeug hier. Was mal jetzt? Press Lead to Toggle Camera. Ah, so ein Mini-Tutorial ist das. Nice, Alter. So sehen wir von außen aus. Und, wow, warte mal. Haben wir ein Jetpack? Warte. Wow! Nice, Leute. Das ist mal cool. Okay, nicht schlecht. Und das ist anscheinend hier unser Planet. Und ich soll erstmal mein Inflatable Dome Kit finden. Also sie sind wohl irgendwie hier abgestürzt oder so. So sieht das zumindest aus.
Und das sind jetzt dann unsere letzten Sachen, die wir noch haben. Ich nehme auch mal wieder alles raus. Wir haben jetzt Wasser, Baked Potato. Okay, bisschen was zu essen und Wasser. Bisschen Medical Kit Zeug. Und das letzte Paket ist ein Inflatable Dome Kit. Pick up. Warte mal. Inflatable Dome Kit. Was kann ich dann machen? Bild. Ah, oh, okay, okay. Unser erstes kleines Zuhause. Unser erstes kleines Zuhause. Das stellen wir doch einfach mal. Hier hin. Confirm Bild. Okay, muss gedrückt halten. Und dann bauen wir, Leute. Das ist. Wir sind auf Mars und hier wohnen wir jetzt. Alles klar. Oh, ich freue mich schon richtig drauf. Man kann so richtig so eine Basis dann aufbauen und so weiter. Man muss ein bisschen Rohstoffe sammeln, um eben weitere Sachen zu machen. Jetzt soll ich erstmal darin speichern. Man kann später Leute hier einladen, die mit einem mitspielen können. Man kann gegen andere Spieler kämpfen, gegen die. Man kann später auf neue Planeten fliegen. Man muss gegen die ganzen Aliens kämpfen. Und erstmal speichern hier. So. Und keine Ahnung, was da noch alles dazu kommt. So, ich glaube, ich habe gespeichert. Ich soll nach Sachen suchen, um die Forge zu bauen, wird mir gesagt, oben rechts. Wie baue ich denn eine Forge? Was gibt's hier? Ja, da war die Forge. Okay, Iron, Titanium und Plutonium brauche ich dafür. Okay, ich schätze mal, dass diese Sachen da vorne irgendwas sind. Noch sehe ich auch kein Alien irgendwo, weil das ist kein Alien, das ist unser Kumpel, oder? Ist das unser Kumpel? Osiris Mission, der ist so ein bisschen wie bei Fallout, oder? Der braucht auch einen Namen auf jeden Fall. Ich nenne ihn Johnny. Johnny Boy ist das, weil das ist Johnny Boy. Wie benenne ich den denn? Ah, okay. So, Nickname G. Johnny Boy ist das. Ist kein Space Boy, aber ist Johnny Boy. Johnny Boy, so, komm mit. Komm mit, Johnny Boy. Warte, irgendwie gerade hatte ich andere Optionen. Auf irgendwie den Zahlen ging das? Da, ja, auf Zahlen. So, follow E. So, Johnny Boy, du kommst mit. Johnny Boy, wir sind hier zusammen. Immerhin sind wir schon mal zu zweit Johnny Boy auf diesem Planeten. Vielleicht lebt hier auch keiner. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie zufällig generierte Planeten sind. Und ich vielleicht auch auf einem Planeten bin, wo kein Mensch ist. Das war ja bei No Man's Sky so. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, gibt es hier Planeten. Ich glaube, es gibt sogar erst einen Planeten, weil es Early Access ist. Aber soll demnächst neue Planeten dazu kommen. Irgendwie so. Das Ziel ist so ein bisschen eben von diesem Planeten auch wieder wegzukommen und hier irgendwie genug Sachen zu sich zu holen und so weiter. Und irgendwann wieder zur Erde zurückzukommen oder zu neuen Planeten. Wir sind ja auch die Piraten. Wir müssen ja eigentlich unsere Allianz irgendwie holen. Und das ist Iron. Kriege ich das? Ja, einfach so. Okay. Easy, Leute. So holen wir uns einfach ein bisschen Iron. Das ist doch. Komm schon. Und den noch. Dankeschön. Das ist doch nicht schlecht, Leute. Können wir einfach hier alles einsammeln? Habe ich alles. So. Okay. Kann ich das eigentlich auch in den reintun? Da war doch irgendwo was mit Inventory. Da. Dann kann ich. Ja, weil es wiegt ja auch. Hier sieht man. Okay, 50 von 80. Okay, ist wie arg. Man ist ziemlich schnell überladen. Aber ich kann einfach alles in ihn reintun. Deren Gewicht? Keine Ahnung, welche merken, wenn er langsam ist. Da vorne ist noch etwas, Leute. Hier haben wir noch was. Noch ein bisschen Iron. Aber mich interessiert gerade erstmal ein bisschen hier die Landscape. Was gibt's denn hier unten? Wow, warte. Oh, shit. Sind das Aliens? Oh, shit. Das sind 100 pro Aliens. What the fuck? Wie sehen die denn aus? Ich weiß nicht, ob die friedlich sind oder nicht, aber ich bin gerade erstmal ein bisschen vorsichtig. Ein Lava-Skeleopod. Vielleicht gibt's auch nette Aliens oder so, weil die machen ja auch gerade nichts. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Warte, wo ist er hin? Hey, der war gerade hier. Der war gerade hier? Der war 100 pro gerade hier? Hä? Wo ist er hin? Herr Johnny Boy, hast du ihn gesehen? Weil sind das meine Fußspuren? Hier waren gerade Fußspuren, habt ihr das gesehen? Irgendwo waren da Fußspuren. Okay, Johnny Boy. Ich weiß nicht, ob das gerade gut ist, aber ich wollte nur mal Hallo sagen. Sag ich halt dem da hinten. Wow, da ist er. Ein Skeleopod. Wow, shit. Wow. Shit, der greift an. Der greift an. Okay, okay, okay. Er ist down, er ist down. Okay, der war easy. Aber war auch ein Dead Skeleopod Level 1. Okay, okay, wir können ihn raiden. Okay, ich habe Meat bekommen, sonst nichts. Alter, der sieht aber sieht ganz nett aus. Sieht ein bisschen aus wie die Schaben hier wie unsere Staubis aus Ark. Oh, jetzt ist er weg. Bäh. Das sah aber ekelhaft aus, wie er weggegangen ist. Danke, Johnny Boy. Du hast mir geholfen. Warte, was macht der? Wow, 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 wow. Der heißt Crawler? Okay, ich weiß nicht, was er macht, aber der... ich will nicht, dass er zu mir kommt. Warte, ich muss bei Johnny Boy bleiben. Holy moly! Crawler Boy.
Okay, pick up, warum, was auch immer das ist. Okay, ich glaube, ich habe Alien-Fleisch bekommen gerade. Holy moly, das waren, glaube ich, die einfachsten Gegner, die es gibt, aber die waren schon recht, interessant, sage ich mal. Ja gut, ich glaube, ich sollte einmal weiter meine Sachen sammeln. Wobei, Iron habe ich schon mehr als genug für die Forge. Ich brauche nur noch, was ist das? Ich brauche nur noch irgendwelche anderen Sachen. Zwei andere Stoffe brauche ich noch. Ich glaube, Plutonium brauche ich sogar. Das bauen wir uns so einfach mal ab, Leute. Mit unserem Chisel bestimmt wieder. Bam, jawoll. Einmal Plutonium reicht schon. Ich weiß nicht, ob ich das liegen lassen soll. Nee, im Menü war ja irgendwelche Einstellungen von wegen, wann die respawnen. Ich glaube, die Sachen respawnen auch alle mit der Zeit irgendwie. Aber ich lasse sie trotzdem gerade mal hier, weil er muss nicht so viel tragen. Das ist ja, ne? Johnny Boy, wir sind ja ganz praktisch. Oh, ich bin jetzt schon entkammert. Okay, das heißt, es ist auch ziemlich schwer anscheinend alles immer. So. Johnny Boy. Da. Johnny Boy, du bekommst das. Ah, okay, Johnny Boy kann aber auch nicht so viel tragen. Okay, und wir haben hier, das ist hier Iron Meat, das ist Alien Meat. Meat ripped off right off the body of an indigenous Alien Creature. Cook to avoid. Ah, okay, man kann es auch essen. Okay, das heißt, so bekommen wir Essen. Wir müssen es nur kochen. Und dafür brauchen wir eine Küche oder irgendwas. Auf jeden Fall irgendwas. Weil hier unten sind weitere Rohstoffe. Wir erkunden hier mal ein bisschen erstmal was, würde ich sagen. Puh. Und wir sind... Ey, wir sind aber nicht ganz schwarz. Wir sind nicht rot-schwarz. Wir sind mehr nur rot, oder? Hä? Wir waren doch so rot-schwarz. Jetzt sind wir nur noch... Jetzt sind wir anders. Was ist da passiert? Weil es hier so dreckig alles ist? Nee, das kann nicht sein, oder? Irgendwas ist da schiefgelaufen. Das da vorne ist auf jeden Fall Titanium. Und das brauchen wir auch. Oder? Warte mal, brauchen wir das? Und nachgucken, mal, wo war's da? Forge. Titanium, Plutonium und Iron. Ja, nice. Nice. Alles, was wir brauchen, ist direkt hier. Perfekt, Leute. So soll das doch sein. Und oh, die Animationen sehen auch richtig nice aus, muss ich sagen. Ihr habt gehört, das Spiel wurde von nur zwei, drei Leuten entwickelt irgendwie. Von so einem richtig kleinen Indie-Studio halt. Und ist ja, wie gesagt, auch noch Early Access. Aber die Grafik, also gut, ist ja natürlich relativ eintönig alles so auf Mars, ja. Aber, oder ist ja auch nicht der Mars, irgendein anderer Planet. Aber es fühlt sich an wie der Mars, deswegen sage ich immer Mars. Aber die, wie es so machen, auch dieses Fliegen und wieder auf dem Boden landen so, das ist schon richtig nice. Sieht aus wie so ein richtig teurer AAA-Titel. Nicht schlecht, sage ich da mal. So, wir gehen aber wieder First Person rein. Das ist nämlich einfach praktischer, auch wenn es weniger, wenn es weniger geil ausschaut. So, alles hier einsammeln. Wupp. Warte, wie sieht das aus, wenn man da so runterrutscht? Würde mich mal interessieren. Wow, ziemlich schnell gehen wir auf jeden Fall runter. Ah, nice. Guck mal hier. So geht man dann. Oh, okay, okay. Aber ich weiß nicht, ob es gut ist, hier runter zu gehen. Das weiß ich wiederum nicht. Wir rutschen sogar langsam. Okay, nicht gut. Ich hoffe, Johnny Boy, der schwebt aber so ein bisschen. Der hat, glaube ich, auch so Flugdüsenweg. Nö, nö, wir gehen wieder nach Hause, Leute. Wir gehen, glaube ich, erstmal nach Hause. Wir können jetzt nämlich schon unsere erste Forge, Leute. Unser erstes Ding, unser erstes Teil. Können wir uns schon mal bauen. Das sollten wir auch direkt machen. Ich weiß nicht, ob ich sogar gerade schon bauen kann. Aber ich glaube, es wäre fast besser, wenn ich erst nach Hause gehe. Und warte, was ist das da hinten? Ist das irgendwas anderes? Das glänzt so gelbmäßig da hinten, oder? Oh, Gold! Ich kenne mich noch nicht aus im Spiel, aber Gold ist, glaube ich, immer ganz gut. Selbst in Minecraft ist es halb gut. Boah, das ist aber richtig golden. Okay, dieser Planet ist auf jeden Fall richtig gut für Rohstoffe, glaube ich. Wir bekommen richtig gute Sachen hier raus. Auch wenn das leider hier nur ein einziges Teil ist, aber ich glaube, es ist nicht schlecht. Und die Physik ist auf jeden Fall auch da, aber es ist nicht gut. Bleibt alle hier, bleibt hier. Meins, 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 meins. Mein Schatz war das, Leute. Puh, so, spawnen. Okay, oben links sieht man auch, wie weit wir weg sind. Wir sollten nicht zu weit weg, glaube ich, weil nicht, dass irgendwelche starken Sachen kommen. Und ich glaube, es wird auch Nacht irgendwann. Und die KI soll richtig, richtig intelligent hier sein und auch nachts irgendwie am Meer angreifen. Und wenn man alleine ist, und ich bin gerade alleine, greifen dann auch eher an. Also, da kommt er aber. Da kommt mein Johnny Boy. Ist wirklich wahr. Zumindest, wo der stand, dass da, warte, da ist wieder alles so ein Mini-Teil nur. Ah, die sind schwach. Die sind schwach, Leute. Die können wir uns holen. Aber es gibt wohl Sachen, die irgendwie sich auch eher verstecken und nur nachts irgendwie rauskommen oder so. Oder nur ein Angreifen, wenn man alleine ist. Und ja, das ist wieder, wieder Level 1. Ist ja gar kein Problem. Den können wir jetzt einfach selbst hier angreifen, Leute. Ohne Probleme. Den machen wir ohne Johnny Boy, machen wir den sogar kaputt. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich probiere es. Wow! Hat er irgendwie ganz schnell an? Okay, ich habe ihn getötet. Alles kein Problem. So, dankeschön. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich weiß nicht, was die Sonne ist. Das auf jeden Fall sieht eher aus wie eine Art Planet. Das sieht auch wie ein Saturn oder keine Ahnung was aus. Das ist noch ein Planet. Also sieht auf jeden Fall. Oder ein Mond oder irgendwas.
Also hier ist auf jeden Fall verschiedenste Sachen sind hier irgendwie so mit am Start. Oder vielleicht sind wir sogar auf einem Mond und das ist eigentlich unser ist der Hauptplanet oder so. Ich sehe auf jeden Fall nicht die Sonne, aber es ist noch... Ah, da ist die Sonne! Da ist die Sonne. Okay, okay. Und wir haben Wolken und so weiter. Aber trotzdem haben wir einen Raumanzug und Oxygen. Also es sind verschiedene Sachen hier. Oh, und es regnet. Nice! Und wir haben Sandstaub. Oh, das ist nicht gut. Es erinnert mich ein bisschen ans Burning Man Festival. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, aber... auf einmal Sandsturm ganz plötzlich und Regen, das ist nicht gut. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Mr. Johnny Boy, komm mal her. Ich brauche dein Zeug hier auf dem Inventory. Brauche ein bisschen Plutonium. Titanium habe ich und Iron brauche ich. Und ich glaube, dann können wir jetzt nämlich schon craften, die Forge. Ja. Kann ich schon machen, Leute. Nice. Kann ich sie auch direkt hier einfach mal hinsetzen, würde ich sagen. Ja. So. Confirm Build. Gedrückt halten. Und dann haben wir die nächste Mission abgeschlossen. Zack. So. Jetzt können wir unsere ersten Sachen hier bauen. Schauen wir da mal rein. Oh, ich kann sie reparieren. Aber warum sollte ich reparieren? Die müsste ja eigentlich noch komplett richtig sein. Und ich kann die auch customizen. Ich kann alles customizen. Ich hoffe, ich kann meinen Anzug nochmal ordentlich machen, weil irgendwie bin ich nicht so rot, wie ich sein möchte. Rot-schwarz, wie ich sein möchte. Oder? Keine Ahnung. In dem Licht sieht es wieder anders aus. Egal, mal schauen. Wir werden es noch rausfinden. So, wie komme ich denn... Ah, okay, so. Forge ist ein Outer Crafting Table. That can... okay. Ich muss auch... Hier drin kann ich auf jeden Fall Sachen machen. Was ist überhaupt meine nächste Aufgabe? Search for Minerals to build Habitat. Ah, okay. Das heißt, die nächste Aufgabe ist eigentlich auch schon born. Es wird gerade richtig dunkel. Ist das wegen dem Sandsturm oder weil es... Ich sehe auch die Sonne nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwelche noch größeren Aliens zu mir kommen. Und irgendwas machen. Es ist gerade ein bisschen doof. Ich will nicht direkt sterben. Ich weiß nicht, ob alle Sachen weg sind, wenn man stirbt. Ich will auf jeden Fall nicht sterben. Das ist klar. Und ich bin auf jeden Fall ganz allein auf diesem Planeten. Also bis auf die Aliens. Aber... Niemand, der mir helfen kann, glaube ich. Oh, der Sandsturm ist vorbei. Oder? Es fühlt sich so an. Okay, das ist gut. Das ist gut. Mr. Johnny Boy, nimm mal bitte wieder mein Stuff. Ich brauche irgendwas, um Sachen, so, rein damit. Ich brauche, glaube ich, mal irgendwas, um Sachen zu speichern hier. Also, was ist zu speichern? Wie sieht aus wie eine Kiste? Muss es doch auch geben. Depository Outdoor Storage Container, ja. Okay, ich brauche Iron und Aluminium. Okay, aber Aluminium habe ich noch nicht. Und das nächste ist bauen solches Habitat. Habitat is a multipurpose room that can house many interior items. Ah, okay. Das ist aber auch für draußen. Naja, okay. Okay. Aber das ist Furniture, Fabricator, Chemist. Okay, das ist ein bisschen echt wie Ark. Computer Desk, Couch. Can be used to unwind, replenish your vitals built inside a barrack. Crates. Ah, das brauche ich auf jeden Fall später. Steel and Rubber. Puh, okay, es geht ziemlich deep, was man irgendwie alles bauen kann, aber das ist auf jeden Fall unser erstes richtiges Haus. Das ist ja nur so ein Standardding, was ist Standardding? Das ist nur so ein Mini-erstes temporäres Home sozusagen. Okay, aber warte, ich brauche nochmal das Menü hier, mal kurz gucken, was ich brauche fürs Habitat. Stahl, Glas und Aluminium? Wo bekomme ich das alles bitte her? Das weiß ich nämlich gerade noch gar nicht. Kann ich das in der Forge machen? Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Open Forge. Ja, Stahl und Glas kann ich da machen. Wie mache ich denn Glas? Sand brauche ich dafür. Wie bekomme ich Sand? Ah, Schaufel. Stahl und Aluminium. Okay, aber Aluminium brauche ich trotzdem erst noch. Okay, Aluminium findet man bestimmt, wenn das hier überall als Voraussetzung ist. Und Magnesium noch. Und Iron. Okay, okay, okay. Aber dann kann man das einfach machen. Ja, brauche ich noch Magnesium und Aluminium. Vielleicht müssen wir aber mal in die nächste Richtung. Kommen Sie mit Johnny Boy, müssen wir mal ein bisschen Ressourcen müssen wir mal ein bisschen sammeln, müssen wir uns ein bisschen was holen, müssen mal ein bisschen jumpen, müssen wir ein bisschen was machen, müssen mal ein bisschen aktiv wahrscheinlich auch einfach sein. Das hier vorne ist rot, das ist glaube ich einfach wieder nur Iron. Ah, wir sind rot, alles richtig glaube ich Leute. Wir sind hier schön rot und schwarz vor allem. Alles wie es sein soll hier, gar kein Problem. Da hinten war halt, also eigentlich die Welt ist ziemlich groß, aber da hinten sah es so aus, als ob nicht mehr so viel ist in die Richtung.
Es gibt ja zwei verschiedene Ressourcen, deswegen könnte ich mir vorstellen. Wow, hier sieht's krass aus. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da in die Richtung da hinten, dass wir sozusagen hier am einen Ende der Map sind und die andere Fraktion am anderen Ende ist und da hinten halt irgendwie so langsam aufhört zumindest. Weil hier sieht viel mehr nach irgendwie was aus, was nach wo man Ressourcen bekommen kann. Da hinten blinkt sie auch so ein bisschen. Ich glaube, das sind wieder Sachen. Ich glaube, das sind. Oh, das ist der Ezekiel Crater, sind wir gerade, Leute. Und hinten sind auch Bäume, oder? Oder Pilze oder sowas. Das sieht aus wie Pilze, das sieht aus wie Bäume. Und da sind richtig viele Ressourcen. Seht ihr das da hinten? Richtig viel Zeug. Und da jumpen wir jetzt einfach hin. Was? Ich habe keine Ahnung, was das war. Johnny Boy weiß es auch nicht. Wisst ihr, was das war, Leute? Dann schreibt es mal rein in die Kommentare. Ich glaube, ich brauche erstmal eine kleine Pause. Wir sehen uns morgen wieder mit der zweiten Folge dann von Osiris. Ja, war euch jetzt gefallen? Falls ja, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich hier weitermache und ich noch ein paar Folgen hier mache. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch alles kommt. Und wenn es irgendwie halbwegs cool ist, dann wird es auf jeden Fall ein richtiges Singleplayer-Let's Play hier. Puh, das Spiel wird auch immer weiter geupdatet, da gibt es neue Features. Aber der Wurm, ich glaube, ich habe den mal im Video gesehen, aber das war es nochmal heftig, wie der auf mich zukam hier. Aber der hat mich nicht bekommen, oder? Kann der einen nicht bekommen oder habe ich das richtig gemacht gerade oder was war das? Muss ich Angst haben? Muss ich hier vielleicht weiter weg? Weil der ist jetzt ja eigentlich hier unten drunter, oder? Der ist ja direkt bei meinem Haus jetzt. Oder geht er zurück dahin und er wohnt in diesem Krater? Ich weiß nicht, ich muss auf jeden Fall irgendwie die Sachen da hinten holen, Leute. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt extra nicht auf, ich warte mal auf eure Tipps und in den Kommentaren. Also schreibt die mir rein und erst wenn ich die sehe, nehme ich die nächste Folge auf. Das war es von mir für heute. Vielen Dank euch. Kann ich hier auf Exit einfach gehen? Your current position and profile will be saved. Ja, so muss das sein. Dann fangen wir genau an der Stelle. Machen wir morgen weiter. Wow, das ganze Spiel hat sich einfach aufgehört. Ich hoffe, es hat gespeichert. Es hat auf jeden Fall gespeichert, Leute. Wir sehen uns morgen wieder an genau der Stelle. Macht's gut.